Ja, bin jetzt hier an der A1. Sind noch so rund, ich glaube, 160 Kilometer bis nach Flensburg, wo dann ein Kunde wartet mit einem bestehenden Heimkino, welches wir letztes Jahr gebaut haben. Und diesen Kunden bzw. das Heimkino kennen Sie, wenn Sie die letzte Staffel von On the Road gesehen haben. Das ist nämlich das Kino, was ich da aufgebaut habe. Und jetzt, wenn ich wieder oben bin, dann nutze ich natürlich die Gelegenheit zu einem Servicetermin. Überhaupt der Sinn und Zweck von dem, was ich für mich persönlich mache, wenn ich hier so arbeite, liegt nicht darin, primär Kinos zu bauen und schon gar nicht Videos zu drehen. Das, was für mich die Motivation meiner Arbeit bedeutet, der Grund, warum ich morgens aufstehe, das, was mich antreibt, das, was mich glücklich macht, ist es, andere Menschen, sie glücklich zu machen. Denn wenn ich, so wie bei dem letzten Termin bei Bremen, wenn ich da wirklich sehe, wie jemand da sitzt, wenn ich das Kino kalibriert habe und dann wirklich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen von anderen Menschen, meistens leider nur bei Kindern, weil die sich heute die einzigen Menschen sind, die sich noch richtig freuen können, zum Großteil. Wenn die Augen groß werden und die Leute einfach glückselig sind, diesen Gesichtsausdruck liebe ich. Und es würde mir schwerfallen, meinen Job gut zu tun, wenn ich mir sagen würde, Kino installiert, Haken dran, nächstes Kino bitte. Da würde mir was fehlen. Man muss ja auch einen Sinn in seiner Arbeit sehen. Und das, natürlich gibt es viel noblere Jobs, als jetzt Kinos zu bauen, Heimkinos zu bauen. Respekt vor jedem Lehrer, vor jedem Polizist, vor jeder sozial arbeitenden Kraft. Und noch so viele andere Soldaten, die kriegen heutzutage sowieso überhaupt nicht mal ansatzweise den Respekt, den sie verdient haben. So viele andere Leute, allein schon, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber auch Müllmänner etc. Es gibt so viel wichtigere Jobs als meinen, Kinos zu bauen. Und ich bin so dankbar, mit so einer schönen Materie arbeiten zu dürfen. Und beziehe für mich meine Motivation wirklich draus, dass es, wenn ich schon einen Job mache, der vergleichsweise unwichtig ist, dass ich dann einfach Menschen glücklich mache und sie dadurch zu, in Anführungszeichen, glücklicheren Menschen mache, die dann halt in der Gesellschaft wieder ihren Anteil beitragen. Meine Güte, es ist echt schon, ist noch gar nicht so spät, aber die Zunge, die ist schon ein bisschen müde. Ja, das gibt mir Motivation. Solche Systeme nicht nur selber natürlich, mit unserem Team, mit meinem Team zu bauen, wo ich wirklich weiß, dass jeder unserer Kunden aus einem Heimkino im Regelfall glücklicher rauskommt, als dass er reingeht. Dass wir glücklich Maschinen machen, so könnte man sagen, Glücksmaschinen. Dass man einfach sagen kann, man setzt sich rein und bekommt das, was man gerade braucht. Egal, ob es ein Horrorfilm ist oder ein Rammstein-Konzert in Originallautstärke. Was auch immer. Einfach Inspiration, Kraft, Zuversicht. Oh, sportlicher Spurwechsel da vorne. Respekt. Dafür ist ein Heimkino da. Und nicht dafür, dass man eine bestimmte Marke auf dem Regal stehen hat. Weshalb ich persönlich auch ganz weit davon weg bin. So war ich früher auch mal, muss ich zugeben. Wo ich mit Heimkino angefangen habe, vor, keine Ahnung, vor ewig lang her. Da habe ich auch so Herstellerlogos ausgedruckt und dann eingerahmt und dann vorm Heimkino this cinema is featured with und dann stand da Marke Lautsprecher und Denon und was weiß ich was alles. Das ist halt wirklich, wenn man, ich möchte jetzt ja nichts gegen die Leute sagen, ich sage nur, ich selber denke anders. Es geht beim Heimkino nicht um den Besitz von irgendwas, es geht rein um den Genuss. Und so probiere ich auch, so arbeite ich. Wichtig ist, dass man einfach dafür sorgt, dass ein Heimkino auf Knopfdruck die Welt ein Stück weit schöner macht. Dafür ist ein Heimkino. Besser kann ich es jetzt gerade auch nicht beschreiben, währenddem ich hier Auto fahre, über wunderschöne Aussicht hier. Ich fahre jetzt hier gerade über, ist das die Elbe wahrscheinlich. Es sind noch so 66 Kilometer bis Flensburg, nehme ich mal stark an, so einmal quer durch Schleswig-Holstein. Da blamiere ich mich jetzt. Ich müsste jetzt auf dem Navi mal nachschauen, welcher Fluss das hier ist. Oder ich hätte aufpassen müssen bei der Beschilderung.
Naja, egal. Ich weiß noch die restlichen Kilometer. Bin mir nicht sicher, ob ich nachher bei dem Kunden noch mal das Handy auspacke, um irgendwas hier in die Kamera reinzusprechen, weil ich momentan keine Ahnung habe, ob es irgendwas Interessantes gibt. Und ich möchte sie ja sehr auch nicht über Gebühr langweilen. Deswegen, ich sage vorsichtshalber mal bis zum nächsten Mal. Ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder. Ich mache jetzt doch ganz kurz ein kleines Video. Dann kann ich Ihnen auch gleichzeitig noch mal ganz kurz zeigen, von welchem Heimkino ich vorhin eigentlich gesprochen habe. Bin mal gespannt, ob Sie es jetzt so wiedererkennen. Das letzte Mal hatte ich leider jetzt nur mein iPhone dabei. Da ist gerade das Kino so ein bisschen untergegangen in seiner Opulenz. Ist nämlich wirklich ein schönes Heimkino. Schön großzügig geschnitten. Letztendlich ist das halbe Haus um das Kino hier drumherum gebaut. Und ja, Besonderheit von dem Heimkino ist, es ist vergleichsweise günstig. Es liegt so am unteren Ende von dem, wo wir anfangen, Kinos zu bauen. Und es klingt, ich will jetzt nicht das Wort trotzdem sagen, aber es klingt super. Allein schon das Wort aber passt ja eigentlich nicht. Es ist ein schönes Heimkino. Hier haben wir ja diese Vorhänge dazwischen. So, was ich jetzt hier gemacht habe, stehe ich hier gerade ungünstig. Wo ich mich jetzt hinstelle, ich stehe schlecht. So geht's halbwegs. Also was ich jetzt hier gemacht habe, deswegen habe ich mich jetzt gerade entschlossen, doch nochmal kurz was in die Kamera zu sprechen. Denn das sind so typische Fälle. Ich habe jetzt hier gerade nochmal einen Beamer kalibriert. Hier sind mittlerweile jetzt dann auch schon ein paar hundert Stunden dazugekommen. Und interessanterweise auch hier wieder gesehen, was dann wirklich nach ein paar hundert Stunden bei einem lampenbasierten Beamer, das ist jetzt hier ein VW 550, denn so passiert. Die Farben, die sind alle so ein bisschen reingerutscht. Das heißt, die Maximalsättigungspunkte lagen hier nicht mehr bei 100%, sondern allesamt so zwischen 95 und 90. Das kann man problemlos rauskalibrieren, aber man muss dann halt überhaupt mal gucken, was denn da los ist. Mir fehlt offen gestanden jetzt ein Stück weit die Praxiserfahrung zu sagen, ich nehme mir einen Beamer, lasse den bei mir ein paar hundert Stunden durchlaufen und messe mal, was denn diese, ich weiß gerade nicht, wie die Funktion heißt. Ich gucke mal kurz im Menü nach. Das ist echt mal ein Thema. Ach, jetzt macht er hier gerade ein Update. Komme ich gerade nicht über IP drauf. Diese Laser, nicht Laser. Na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Jetzt nehme ich halt mal die Infrarot-Fernbedienung. Ich laufe jetzt gerade mal hier rüber. Und jetzt treffe ich, wo haben wir es denn? Automatische Kalibrierung. Ja, manchmal klingt es einfacher, als man denkt. Diese automatische Kalibrierung, die ist ja nicht dafür da, dass man das Bild einmalig richtig kalibriert, sondern dass der Beamer genau seinen Verschleiß wieder nachkalibriert. Wie genau die arbeitet, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich müsste mal nachmessen, nur ich selber benutze die Beamer bei uns in der Formführung nicht so lange, als dass ich da mal die Möglichkeit habe. Und wenn ich jetzt eine Zahlungnahme reinkriege, die ein paar hundert Stunden drauf hat, dann weiß ich ja nicht, ob die vorher mal in Ordnung war, also von der Kalibrierung her. Schwieriges Thema. Ich muss ja mal Gedanken machen, wie man das Thema Lampenverschleiß, automatische Kalibrierung mal in dem Video wirklich richtig gut aufarbeitet. Anyway, das habe ich hier auf jeden Fall kalibriert. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, das sind so die Kleinigkeiten, die halt zufällig passieren. Mir ist beim Kalibrieren oder beim Nachkalibrieren von HDR aufgefallen, dass hier aus welchem Grund auch immer der HDR-Modus auf niedrigen Lampenmodus stand. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist, weiß der Kunde nicht. Anyway, jetzt passt es. Was ganz interessant war, ich bin reingekommen und bei der Kalibrierung wundere ich mich auf einmal, was denn da so brummt. Und das war so ein typisches Massebrummen, habe dann die Kunden angesprochen und die haben schon gedacht, Mensch, das wäre eher Tinnitus oder irgendwie ein Trafo oder sonst was. Nein, da wurde nachträglich so ein SAT-Receiver von Katrain installiert, so rum. Und der hat dann eben über das Antennensignal hier noch so Masseschleifen mit reingebracht. Konnten wir auch abstellen, beziehungsweise kann ich jetzt mit dem Kunden sprechen, wie man hier mit Mantelstromfilter etc. arbeitet, dass das eben nicht passiert. Last but not least, Control 4 Operating System Version 3.0. Ich sehe jetzt an der Beleuchtung, Control 4 ist wieder da. Und ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich muss jetzt noch was konfigurieren. Ich mache es mal so. Ich glaube, jetzt geht's. Weil ich wollte dazu sowieso nochmal ein separates Video machen, beziehungsweise ich habe sogar schon eins gemacht, nur ich finde die Speicherkarte nicht. Ich muss hier noch was konfigurieren und ich mache es nachher so, dass ich gleichzeitig hier in die Kamera und den Kunden noch mal ein bisschen was zu den Änderungen von Control 4 Operating System Version 3.0 erkläre. Genau. Gut, ich habe jetzt bei euch Operating System Version 3.0 von Control 4 installiert und im Zuge dessen ein bisschen was umverkabelt und auch umprogrammiert. Wenn ihr jetzt nicht wie jetzt mit dem Screensaver hier arbeitet, also wenn ihr jetzt die rote Taste drückt, dann erscheint jetzt
dieses Menü. Das ist sozusagen das Startmenü von eurem Heimkino. Mhm. Ihr könnt jetzt hier mit dem Navigationskreuz von der Fernbedienung direkt hier auf der Leinwand durch die verschiedenen Punkte durchgehen. Mhm. Und wenn ihr jetzt auf Enter drückt, dann kommt ihr hier in den Bereich Watch rein. Okay. Da könnt ihr jetzt direkt von hier, ohne dass ihr bei der Fernbedienung groß durchs Menü durchfummeln müsst, könnt ihr direkt jetzt gleich hier auf die gewünschte Funktion gehen. Grundsätzlich wäre das auch schon vorher gegangen, vor der Operating System Version 3.0. Es wurde jetzt nur wahnsinnig aufgebrezelt, sodass es jetzt wirklich Sinn macht, es zu nutzen. Mhm. Das Schöne ist, ihr könnt von hier auch gleich auf diese Zusatzfunktion zugreifen, die ich euch hier hinterlegt habe, für die Leinwandformate, Licht etc. und auch hier die Videofunktion für die Frame Interpolation. Ja. Besonders interessant, wenn ihr es nutzen möchtet, ist hier im Bereich Listen, dass ihr die Möglichkeit habt, jetzt zu sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel hier unter TuneIn im Internetradio anhören. Mhm. Ich mute jetzt mal kurz das System, denn sonst kriege ich hier Probleme mit YouTube und GEMA, wenn ich jetzt mal hier einen kleinen Check mache. Nehmen wir mal hier WDR und dann würde das jetzt grundsätzlich laufen. Wenn ihr wieder ins Hauptmenü geht, das geht aber bei der Fernbedienung mit dieser Back-Taste, dann seht ihr hier oben immer, was gerade aktuell läuft. Ah, okay. So, und genau so ist das vom Prinzip jetzt auch, wenn ihr hier jetzt über Play-Fi, das ist ja die Schnittstelle von der Anthem, irgendwas drahtlos rüberschieben wollt. My Music ist eine Funktion, die ins Netzwerk schaut und dann hier in die entsprechenden DLNA-Ordner dann reinschaut, wenn da Musik liegt, hören, dass sie darüber direkt wiedergeben. Oder wenn einer von euch einen Tidal, Napster, Deezer-Account oder sonst was hat, dann kann man das ja auch noch als Funktion anlegen. Okay. Und da könnt ihr hierüber direkt in deren Musikbibliotheken hier stöbern, Musik hören und das Ganze dann eben auch in HD. Okay, alles klar. So, und das ist eigentlich eine sehr praktische Sache. Als kleinen Bonus machen wir noch Folgendes. Hier drüben gibt es die Einstellungen. Ich nehme jetzt erstmal diesen dämlichen Bildschirmschoner hier raus. Der ist standardmäßig bei einer Minute. Den braucht man nicht beim Beamer. Ich mache euch jetzt ja auch noch ein paar schöne Fotos von dem Heimkino. Denn das letzte Mal, wo ich hier war, da hatte ich ja meine Spiegelreflex nicht dabei. Und heute können wir das mal ordentlich machen. Und dann werde ich bei Control 4 über die Fernwartung hier ein schönes Bild von eurem Heimkino hinterlegen, sodass ihr dann, wenn ihr einschaltet, ein schönes Bild von eurem Heimkino auf der Leinwand habt. Und ja, das macht ja Sinn. Dann braucht ihr immer nur die rote Taste drücken. Ihr sucht euch hier raus, was ihr wollt. Ja. Und so ist es ja denkbar unkompliziert. Oben sieht man noch Uhrzeit, Wetter, so ein paar zusätzliche Infos. Und ja, ich denke, das kann man einfach mal mitnehmen. Und dementsprechend funktioniert das dann auch 1:1 auf euren Handys beziehungsweise Tablets. Da habt ihr exakt das Gleiche. Nur könnt ihr da dann sogar noch die verschiedenen Symbole anordnen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel bei TuneIn oder My Music irgendwas raussucht, dann könnt ihr das als Favoriten definieren. Favorit erscheint dann direkt hier, das ist, wo oben Heimkino steht, da erscheint dann direkt euer Favorit. Genauso könnten wir es hier auch bei Watch drücken. Und wenn ihr jetzt hier bei den Quellen zum Beispiel Sony Blu-ray auf dem Tablet lange gedrückt habt, steht da Raum Add to Favorite. Okay. So, und so könnt ihr euch praktisch ein Schnellmenü einrichten. Ja, okay, super. Und ich denke, das ist dann doch schon mal eine Bedienungserleichterung. Ja, perfekt. Solange ich jetzt hier mal noch mal ein paar kleine Detailaufnahmen von eurem schönen Heimkino mache, jetzt mal so die allgemeine Frage. Wie nutzt ihr das Kino? Wie zufrieden seid ihr? Was gefällt euch gut? Was würdet ihr beim nächsten Kino vielleicht anders machen wollen? Hat es sich gelohnt für euch? Klar hat es sich gelohnt. Also wir sind auf jeden Fall jedes Wochenende dann und in der Woche auch manchmal dann gucken wir Filme. Und ja, es hat sich immer gelohnt. Also auf jeden Fall. Alle sind total begeistert. Unsere Freunde, Bekannten, Familie, alle sind total begeistert und erstaunt, was sich so hinter den Türen verbirgt. Dann und wenn wir sagen Kino, dann denkt jeder so ein Beamer und so ungefähr, ne? Und Laken aufgehängt. Ja, genau. Ich zeige jetzt mal diese lustige Leinwandfunktion, die wir hier ja integriert haben. Was ist denn euer Lieblingsdemo-Material, wenn ihr jetzt jemandem zeigen wollt, ich schalte nochmal einen Beamer nebenher mal aus, wie gut denn das Kino klingt? Was nehmt ihr dann immer als Demo-Material? Also wir haben Iron Man 3, wo das Haus im Grunde von ihm zerstört wird. Das ist richtig Krawall, sage ich jetzt mal. Dann
haben wir Ready Player One. Wenn der Kataklyst da gezündet wird, das kommt auch richtig gut rüber. Kurz vor Ende, ja. Und The Greatest Showman, so von den Farben und sowas. Und von der Musik dann, natürlich auch. Musik. Ja, also das sind uns Star Wars, der letzte Jedi. Die letzten Jedi, ja. Mhm. Das ist so unser Standard. Okay. Filmmaterial hier. Dann. Ja, macht schon Spaß. Also auf jeden Fall. Und dafür ist es auch gedacht, einfach Spaß zu machen. Und ja, auch man unterhält sich auch gerne hier. Und selbst wenn kein Film läuft. Genau. Also das ist schon toll. Also ich wüsste gar nicht, was wir jetzt anders machen würden. Also dann... Das freut mich doch zu hören. Jetzt haben wir ja damals bei euch relativ ungewöhnlich hier diesen roten Samtvorhang vor diese Leinwand integriert. Ja. Was ja, ich will nicht sagen, es ist so schon so ein bisschen Spielerei. Es dient jetzt ja rein der Optik. Man hätte jetzt ja stattdessen auch eine maskierbare Leinwand nehmen können. Bereut ihr diesen Schritt oder sagt der Mensch, so dieser optische Gimmick, dass jetzt hier eben so ein, ich mache nochmal hier eben zu, ach, falsche Seite, so rum. So, ach, jetzt habe ich da drüben weggezogen. Das ist so. Ja, das ist das Problem, wenn man in einer Hand ein Handy und in der anderen eine Fernbedienung hat. Dafür wurde es nicht gemacht. So. Ja, jetzt sehe ich es aber hier in ganzer Pracht. Ist das jetzt mit dem Vorhang nach wie vor etwas, wo ihr sagt, cool, das gibt dem Kino so einen gewissen Pfiff? Oder würdet ihr beim nächsten Mal sagen, okay, komm, muss nicht unbedingt sein? Also ich würde den Vorhang immer wieder nehmen. Das würde ich auch, ja. Weil jeder ist total begeistert, wenn er aufgeht und hat richtig sowas. Dass er von alleine aufgeht. Dass er von alleine aufgeht. Ja, das macht den Unterschied. Genau, also das, nein, es macht einfach Spaß und das ist einfach ein guter. Vielleicht sind wir auch die entsprechende Generation auch noch, die das auch aus den kommerziellen Kinos kennt, wo die alle noch einen Vorhang hatten, der dann auf und zu ging. Das ist heute ja meistens nicht mehr der Fall. Stimmt. Was wir auf jeden Fall anders machen würden, wenn wir das Kino nochmal bauen, ist hier die Podestkantenbeleuchtung. Wir haben ja hier probiert, eine relativ praktikable Lösung zu finden, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht beim Kinobudget wegen der Podestkantenbeleuchtung jetzt nochmal 1000 Euro plus drauf machen. Dann haben wir einfach hier an der Seitenwand hinter dem akustisch durchlässigen Vorhang da eine Holzleiste gemacht und da sind Philips Hue Stripe dran geklatscht. Es ist praktikabel, man sieht die Podeststufe, aber es gewinnt keinen Schönheitspreis. Da würde ich beim nächsten Mal aussagen. Aber das ist halt genau das Punkt, der Grund, der dann halt so ein Podest wieder deutlich teurer macht, wenn man dann wieder hier vorne so überstehende Kanten hat und die dann wieder zu verarbeiten, kostet wahnsinnig viel Zeit. Und dann wieder hier mit Aluminiumleisten und Gehrungsschnitten und diesen Leuchtfolien zu arbeiten. Ja, das ist echt immer so ein Ding, wie kriegt man Podest richtig effizient einfach beleuchtet. Im Moment machen wir es dann wirklich so, dass wir wirklich die Platten zur Not überstehen lassen und dann irgendwie von unten eine einfache Beleuchtung mit integrieren, ohne irgendwie mit Aluminium Abschlusskante. Aber das ist immer so ein Thema, wenn man Podest baut. Das ist so das einzige Detail. Ansonsten rein akustisch muss ich nach wie vor sagen, hier mit den Monitor-Audio-Lautsprechern trifft man immer eine gute Wahl. Ja, und auch überall. Also ja, wir haben jetzt ja zwei rein und auch die hinten sitzen dürfen. Sagen, super Klang und also ja, sieht auch schön aus. Ja. Und ist bequem, vorne wie hinten. Ja, ist auch ein schöner Raum, wenn man so reinkommt von der optischen Wirkung her. Mhm. Passt es eigentlich super. Perfekt, also dann bin ich durch. Wir haben jetzt ja ein paar kleine Updates hier gemacht und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit diesem wunderschönen Heimkino. Danke. Jetzt machen wir noch ein paar schöne Fotos, was man dann als Screensaver benutzen kann.